Der Vorschlag zur Datenschutzreform der Europäischen Kommission ist ein guter Start, eine gute Grundlage für die weitere Debatte. Wir wollen ein einheitliches Datenschutzrecht für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Verbraucherinnen in Europa erreichen, das jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, direkt ein Recht anzuwenden, überall in Europa, egal wo die Unternehmen oder die Behörden, die unsere persönlichen Daten verarbeiten, ihren Sitz haben. Und gerade gegenüber solchen Unternehmen wie Facebook, Google und Microsoft, anderen, die im Internet insbesondere ihre Dienste anbieten und nicht in Europa sitzen, wollen wir klare, durchsetzbare Bestimmungen, die gehen nur mit einem europäisch einheitlichen Recht. Das hat die Europäische Kommission vorgelegt und ist deswegen als Grundlage absolut zu begrüßen. Und jetzt hoffen wir, dass wir gemeinsam mit den entsprechenden Verbündeten hier in Brüssel ein hohes Datenschutzrecht erkämpfen können in dieser neuen Verordnung und Richtlinie, die dort vorgeschlagen sind. Und ich hoffe, dass wir da das Ganze zu einem Erfolg bringen können.